17. Juni heisst es, wir können uns vorstellen, eine Art EWR, und das Gesuch liegt auch schon in Brüssel, also ist das Ziel der EU-Beitritt. Also, ich glaube dem Bundesrat nicht. Sie glauben das Wort nicht, das Herr Burkhalter am letzten Freitag gebraucht hat. Er hat das Ziel nicht gesagt. Dann soll er Ziel sagen. Weg? Nein, das ist doch kein Ziel. Das ist wie wenn ich Ihnen sage, Herr, ja, ich weiß, Sie, mein Ziel ist der Plan. Dann sagen Sie, was ist denn das Ziel? Und er findet noch Leute, die dumm das nachschwätzen. Der bilaterale Weg ist ein Ziel. Also mich. Bilateral, ja. So mir leid, Sie ja, alle. Ja, ich hätte es gemerkt. Aber Sie sind natürlich gehört. Das fällt nicht auf, weil Sie nicht allein sind. Muss man bewusst sein, was auf die Schweiz alles zukommt. Es gibt keinen einzigen Staat mehr auf dem Kontinent, wo wir nicht in einem direkten Steuerstreit sind. Beispielsweise der Druck wird geholt. Die Amerikaner setzen den automatischen Informationsaustausch in Europa durch. Und das kommt in aller Brutalität auf die Schweiz zu. Und es wird der Schweiz schwierig fallen, Verhandlungspositionen haben, wenn sie nicht Mitglied ist. Weil in Brüssel wird entschieden, und dann können wir übernehmen. So, das ist das, jetzt nehmen wir noch 20 Jahre. Ja. 20 Jahre sind vergangen seit 1992. Und jetzt sagen wir, das Jahr 2032 ist gekommen. Seht ihr die Gewermut? Wo steht die Schweiz? Punkt Europa. 2032. 20 Jahre noch mal dazu. Würde ich heute wetten, dass sie Mitglied der Europäischen Union. Nein. Wenn sie nicht wollen und unsere Bürger wollen das nicht, sind wir nicht Mitglied. Ich begreife eben seine Mutter, dass sie brüllt hat, vor 20 Jahren, wo der EWR abgelehnt wurde. Sie müssen mal sehen, genau der gleiche Pessimismus über das Schweizer Volk. Der Schweizer Volk, da hat man gehört, die Schweiz geht unter, wenn ihr das nicht unterschreibt. Sie wird verarmen. Gut, die sind ja jetzt nein, wir nicht alles das bringen. Und jetzt haben wir wieder genau die gleiche Zeit. Sag, ja, wir haben den Druck raus, über Amerika und so weiter. Das gehört zur Schweizer Geschichte, ist ein konstanter Druck. Die Frage ist, ob sie entgegenheben und könnten entgegenheben. Wir könnten entgegenheben, aber die, weil sie die Sozialisten sind, immer im Internationalen die eigenen. Wer hat sie mir jetzt vorher erklärt, exportiert da in die Weltgeschichte raus? Sie oder ich? Ja, exportieren ist nicht die Aufgabe von der Welt. Natürlich, das ist jetzt nur um den eigenen Profit. Verkaufen könnt jeder. Ja. Aber wegen dem müssen Sie nicht Stimmrecht preisgeben. Völlig einverstanden. Demokratie ist viel schwieriger als verkaufen. Danke vielmals. Time is over. Danke vielmals, Herr Blocher. Herzlichen Dank, Sedi Quermut, für die interessante und engagierte Diskussion. Und Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Und Frau Wermuth, ich hoffe, dass es keine Tränen gegeben hat. Das war tagtäglich aus Bern. Schönen Abend. Tagtäglich ist Ihnen präsentiert worden von Smart42 mit 10 Jahren Service inklusive und dem Smart Center Zürich Wallisellen. Ich wäre ein. 10. Juni heisst es, wir können uns vorstellen, eine Art EWR. Und das Gesuch liegt auch schon in Brüssel, also ist das Ziel der EU-Beitritt. Also, ich glaube dem Bundesrat nicht. Sie glauben das Wort nicht, das Herr Burkhalter am letzten Freitag gebraucht hat. Er hat das Ziel nicht gesagt. Dann soll er Ziel sagen. Weg? Nein, das ist doch kein Ziel. Das ist wie wenn ich Ihnen sage, Herr, ja, ich weiß, Sie, mein Ziel ist der Plan. Dann sagen Sie, was ist denn das Ziel? Und er findet noch Leute, die dumm das nachschwätzen. Der bilaterale Weg ist ein Ziel. Also mich. Bilateral, ja. So mir leid, Sie ja, alle. Ich hätte Sie gemerkt. Aber Sie sind natürlich gehört. Das fällt nicht auf, weil Sie nicht allein sind. Muss man bewusst sein, was auf die Schweiz alles zukommt. Es gibt keinen einzigen Staat mehr auf dem Kontinent, wo wir nicht in einem direkten Steuerstreit sind. Beispielsweise der Druck wird geholt. Die Amerikaner setzen den automatischen Informationsaustausch in Europa durch. Und das kommt in aller Brutalität auf die Schweiz zu. Und es wird der Schweiz schwierig fallen, Verhandlungspositionen haben, wenn sie nicht Mitglied ist. Weil in Brüssel wird entschieden, und dann können wir übernehmen. So, das ist das, jetzt nehmen wir noch mal 20 Jahre. Ja. 20 Jahre sind vergangen seit 1992. Und jetzt sagen wir, das Jahr 2032 ist gekommen. Seht ihr die Gewermut? Wo steht die Schweiz? Punkt Europa. 2032. 20 Jahre noch mal dazu. Würde ich heute wetten, dass sie Mitglied der Europäischen Union. Wenn sie nicht wollen und unsere Bürger wollen das nicht, sind wir nicht Mitglied. Ich begreife eben seine Mutter, dass sie brüllt hat vor 20 Jahren, wo der EWR abgelehnt wurde. Sie müssen mal sehen, genau der gleiche Pessimismus über das Schweizer Volk. Der Schweizer Volk, da hat man gehört, die Schweiz geht unter, wenn ihr das nicht unterschreibt. Sie wird verarmen. Gut, die sind ja jetzt nein, wir nicht alles das bringen. Und jetzt haben wir wieder genau die gleiche Zeit. Sag, ja, wir haben den Druck raus, über Amerika und so weiter. Das gehört zur Schweizer Geschichte, ist ein konstanter Druck. Die Frage ist, ob sie
entgegenheben und könnten entgegenheben. Wir könnten entgegenheben, aber die, weil sie die Sozialisten sind, immer im Internationalen die eigenen. Wer hat sie mir jetzt vorher erklärt, exportiert da in die Weltgeschichte raus? Sie oder ich? Ja, exportieren ist nicht die Aufgabe von der Natürlich, das ist kurz dann nur um den eigenen Profit. Verkaufen könnte jeder. Ja. Aber ja, wegen dem müssen Sie nicht Stimmrecht preisgeben. Völlig einverstanden. Demokratie ist viel schwieriger als Verkaufen. Danke vielmals. Time is over. Danke vielmals, Herr Blocher. Herzlichen Dank, Selig Wermuth, für die interessante und engagierte Diskussion. Und Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Und Frau Wermuth, ich hoffe, dass es keine Tränen gegeben hat. Das war tagtäglich aus Bern. Schönen Abend. Tagtäglich ist Ihnen präsentiert worden von Smart42 mit 10 Jahren Service inklusive und dem Smart Center Zürich Wallisellen. Ich wäre ein